Der MSV Duisburg in seinem 100. Drittliga-Heimspiel zu Gast. Der SV Meppen mit vielen Fans und der kleinen Hoffnung auf den ersten Auswärtssieg seit vergangenem März. Und die Gäste in den dunklen Trikots kamen richtig gut rein ins Spiel. Die erste Spielminute, da ist Tankulic ab damit und Weinkauf geprüft nach genau 30 gespielten Sekunden. Aber der Keeper des MSV Duisburg war da und hielt. Meppen, spritziger, wacher, vor allem über zügiges Konterspiel. Da flitzen sie los. Eine 4 gegen 2 Überzahlsituation. Jetzt 4 gegen 3. Aber Guder bringt den Ball nicht final zum eigenen Mann. Großchance erneut für die Gäste nach einer knappen Viertelstunde. Rico Schmidt hätte mit seiner Mannschaft früh führen können in Duisburg. Dann Freistoß Blacher, 20 Minuten rum. Der schaut, Weinkauf geht ein Schrittchen raus. Und was macht der Blacher? Der erkennt, führt aus und trifft zum 1:0 für Meppen. Das Ding zählt in der 21. Minute. Unfassbar, Weinkauf angeschmiert. Er kassierte kürzlich schon gegen Wiesbaden ein 50 Meter Albtraumtor. Und jetzt das. Und das Ding war absolut regulär, der Ball ruhte. Das Spiel muss in dieser Situation nicht freigegeben werden vom Schiri. Blacher erkannte es. Das Schlitzohr der Lümmel. Und dann die Meppener mit einer weiteren Großchance. Weinkauf hielt, Fassbender traf und dann der Pfiff. Abseits war es aber nicht. Es war ein regulärer Treffer, der hätte zählen müssen. Und somit die Duisburger zur Pause mit einem 0:1 noch gut bedient. Dotschev vorne nichts, hinten gar nichts. Der MSV emotionslos. Und im zweiten Durchgang dann etwas fixer auf den Beinen mit Stoppelkamp. Stoppelkamp, 46. Minute, ein Lebenszeichen. Wenn man Lösungen finden würde, dann doch bitte über ihn. Aber er bislang auch glücklos im Spiel. Und dann wieder die Meppener mit den besseren Szenen. Meistens übers Umschaltspiel. Tankulic. Käuper wurstelt sich durch und den Ball zu Fassbender. Und der muss es doch machen. Er stand nicht im Abseits in der 59. Minute. Eine der vielen guten Gelegenheiten, das hier klar zu erhöhen. Aber so blieb das Spiel eng. Der Traumtorschütze Blacher mittlerweile verletzt, ausgewechselt und in Behandlung. Der Blacher-Kracher weiter das einzige Tor in diesem Spiel. Und dann in der Nachspielzeit Ademi fast doch noch mit dem Ausgleich für den MSV. Das wäre aber auch zu glücklich gewesen. Der SV Meppen gewinnt das Spiel in Duisburg hochverdient mit 1:0. Eigentlich hätten es noch einige Tore höher sein müssen. Tja, und in Duisburg ist jetzt Krise. Und die sieht so aus. Die Mannschaft musste antanzen bei den Fans. Der MSV abgerutscht in eine ganz schwierige Situation. Wir waren schon gut im Spiel drin und dann kassieren wir so ein unglückliches Tor. Und danach hat alles gefehlt. Ideen, der Mut, wir waren verunsichert. Ich glaube, das hat auch komplett in die Karten von Meppen gespielt. Der Torwart gestikuliert relativ weit vor dem Tor. Ich bin mir aber gar nicht sicher, ob der Ball freigegeben ist. Habe ehrlicherweise den Schiedsrichter noch mal kurz angeguckt. Und, ja. Der muss ja gar nicht freigegeben werden. Ja, aber manchmal ist es halt so, dass er irgendwas noch zu erzählen hat. Und er hat mir aber mit dem Kopfnicken das Zeichen gegeben, dass es frei ist. Und dann habe ich es mal probiert. Und er hat's gut probiert. Na bitte, geht doch. Endlich klappt's für Meppen mit einem Auswärtssieg, dem ersten seit über einem halben Jahr. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.